Sollte ich jetzt besser rennen? Auf jeden Fall war das der richtige. Aber, au, Nico! Nico, tu was! Okay, das war nicht gut. Das war eine dumme Idee. Ja, sehr dumme Idee. Okay, das war kein guter Plan gewesen. Wandering Brigand, na toll. Na, der wird mir nicht umsonst helfen. Ja. Na toll. Na toll. Den schaffe ich nicht. Ja, nimm mein Kram. Na super. Next time you might want to get dressed before leaving the house. Ja. Na toll, jetzt bin ich auch noch pleite. Tja, mein Freund. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass hier Kleidung liegt. Fantastisch. Tja, so viel dazu. Aber wenn ich jetzt wenigstens noch mein Ass im Ärmel hätte, mein schwarzes Magie-Ass. Wo ist dieser verdammte Brigand? Ist er noch da? Heilung. Sag mal, hat er meine ganzen Heiltränke genommen? Nee. Dieser Brigand das Eisding jetzt noch kalt gemacht oder wie? Wenn ja, hat er auf jeden Fall meinen Respekt verdient. Wenn er gestorben ist, wäre es noch besser. Oh, was ist denn hier los? Verdammt normal. Nicht doch. Jagst du mich oder was? Ja, der jagt mich. Oh, der hat mir den Pfeil und Bogen geklaut. Scheiß, schade, wollte ich sagen. Los. Oh. Renn. Sind wir jetzt wieder quitt, mein Freund? Ja, also ich würde sagen, wir sind quitt. Boah, schwer ist das Zeug aber auch. Wieso hast du so wenig Geld? Oh. Deshalb. Oh, wenn das nicht so schwer wäre, dann könnte ich das mitnehmen, aber... Na gut, das hat sich ja nochmal relativ gut gefügt hier. Ja, ja, zum Glück hatte der eine schwere Rüstung und hat nicht mit Pfeilen auf mich geschossen oder sowas. So, das hilft. Ja, das hilft. Das hilft auch gegen die Kälte. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Was hilft besser gegen Kälte? Das? Standard? Oder das? Beides gleich. Aber ich glaube, das hier fällt weniger auf, wenn ich mich hier in diesem Land bewege, als das edle Zeug.
Mann, Mann, Mann. Was wollte der graue Mann denn von mir? Warum hat der mich angegriffen? Ich hab dem doch gar nichts getan. Ja, danke, mein Freund. Guter Junge. Guter Junge. So. Und jetzt gehe ich wieder zurück in die Stadt. Ich glaube, ich habe genug Action gehabt für heute. Ach, vielleicht kriege ich sogar noch meinen Hasen. Habe ich ihn? Da ist er. Eingefroren. Perfekt. So. Muss ich noch ein bisschen Müll wegschmeißen. Ja. Wertlos Müll. Wertlos Müll. Oh, verkaufbar. Oh, ich könnte was essen. Karotte. Jo, nicht. Oh, Nordbier. Ja, das sollte ich trinken können. Obwohl, nee, das ist schlecht für meine magischen Fähigkeiten. Tomate, ich bin schon satt. Das wäre nicht so gut. Ich hab da noch Wasser, oder? Bottled Water. Na klar. Na, also. Oh, immer noch zu schwer. Sag mal, wie groß ist denn der verdammte Kanickel? Andererseits ist ja auch wahr, ein bisschen was essen und dann hoffen, dass man weiterziehen kann. Das ist ein bisschen derb. Was muss ich doch noch wegschmeißen können? Ja, ein bisschen von dem Fuchsfleisch hier. Das lasse ich einfach hier liegen, sollen die Viecher sich freuen. Ups, das wollte ich nicht essen. Naja. Na toll, jetzt bin ich überfressen. Oh, dich habe ich schon mal getroffen. Ich glaube, hier kann ich auch lang gehen. Da war doch diese komische Brücke mit den vielen Wegen, oder? Ah ja, hier bin ich wohl jetzt ungefähr. Das heißt, ich kann jetzt hier rüber gehen und dann dort auch wieder zu Dragon's Bridge zurück. Das Geld für eine Nacht habe ich mir verdient. Und wenn ich ein Pferd hätte, oder einen verdammten Esel oder sowas. Es wäre schön, wenn es sowas geben würde, dass man sich hier irgendwo einen Esel ausleiht oder kauft. Dann könnte ich jetzt so die Rüstung von dem Typen auf den Esel packen und mitnehmen und dann verscherbeln. Ich kann froh sein, dass ich nicht so ein Schwertkämpfer bin oder so ein Zeug. Da hätte man ja null Chance gehabt gegen jemanden, der so gerüstet ist. Aber naja, ist nun mal so. Ja, bitte. Ne, hier lang muss ich, genau. So, damit sind wir wieder vollkommen genesen. Oh Mann, oh Mann. Ah, das war schon eine aufregende Aktion mit dem Eisding und dann diesem Wandering Brigand. Schön, dass ich meine Sachen zurückbekommen habe. Aber ich glaube, dass das so glimpflich ausgegangen ist, verdanke ich nur meinem Freund. Meiko. Ja, du bist ein echt guter Junge. Du machst mir das Leben viel einfacher. Du hast den Typen abgelenkt und ich habe ihn gegrillt. Super Teamwork. Wobei, irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass er so abgelenkt war. So wie der immer mit seinem großen Schwert in meine Richtung gerannt ist. Was ist hier eigentlich mit Sam? Wir wollten nur eigentlich Sam finden, aber Sam ist nicht da und Thoras ist jetzt auch vorbei, ne? Ja, nur ist Fredas. Wo ist Sam? Am Fredas? Auch nicht da.
Das ist nicht Sam. Das ist auch nicht Sam. Ich guck mal hier rein. Vielleicht ist ja Sam heute hier drin. Okay, ich habe die Tür zugemacht. Sehr merkwürdig. Ja, kochen wäre schön. Aber Kochstellen gibt's ja nicht mehr. Also öffentliche Kochstellen. Ist Sam zufällig da? Gilzy. You, tell me, do you think I'm attractive? Ich weiß nicht, ist gerade ein bisschen dunkel. Aber ich glaube, persuaden, also einschleimen, ist immer gut. I know that. That wasn't what I asked you. I asked you if you thought I was attractive. Pretty, adorable, cute. I'm fairly sure I'm all four of those things. And the high elf is none. Welcher Hauchelf? Alduin is my arch enemy, my nemesis in love. Nellos is always talking to her, confiding in her, when he should be doing those things with me. Oh, Eifersucht. It makes no sense why he prefers her company. Unlike that Somerset I saw, I'm a fellow Dunmer. Not to mention I'm cuter, funnier, and by far the more talented mage. And the worst part is they just met. How can he value the counsel of that drunk over his companion of 5 years? Ja, genau, das Leben ist kurz. You don't think they've already... No, that's impossible. I followed Nellos here and saw no sign of that low elf. I've heard Alduin is in Whiterun and my dear Nellos is somewhere to the north of here. Weißt du was? Du hast erwähnt, du bist ein Magier. I am. And I'll have you know, it wasn't all talent. I worked very hard to become the mage I am. Ja, ja. A mage not everyone thought I could be. I still remember when I was but a novice at the college. Whenever I cast a destruction spell, everyone would comment on what a good enchanter I was. I didn't realize it at the time, but I think they were insulting me. Although, to be fair, I am a good enchanter. The best. Aha. Irgendwie habe ich keinen Bock mehr. Farewell. Nee, das war irgendwie nicht so mein Tag. Habe ich noch ein Bett? Jo, habe ich. Gute Nacht. Bis morgen. Das war irgendwie ein harter Tag. Ich muss mich erstmal erholen. Ich glaube, ich habe auch noch Nahtoderfahrung oder sowas in den Knochen. Das sollte man erstmal verdauen. Oh ja. Blutung und was weiß ich nicht alles. Ja, ich ruhe mich erstmal hier aus. Bis morgen. Jo, und ich wünsche euch dann auch ein schönes bis morgen. Nach diesem, naja, doch ziemlich belastenden Skyrim-Tag. Jo, morgen früh. Hungrig und durstig dann. Das war wirklich ein abenteuerlicher Tag. Aber es ist aber auch wirklich sehr gefährlich, sich hier zu bewegen. Jede Kleinigkeit kann einen umhauen. Ich hatte noch Glück, dass dieser Ganove mich da rausgezogen hat, um mich auszunehmen. Das hätte wesentlich böser enden können. So dann. Schönen Tag euch. Tschüss. Right, because I've always wanted a man who combs his eyebrows.